Total und recht herzlich willkommen beim Sondersender NRW-TV, Ultra-D Web-TV, euer AWR Movie, euer Medienkanzler und was weiß ich nicht alles vor laufender Kamera und auf der Bühne, Theater Courage. Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben Freunde, Kolleginnen und Kollegen, YouTuber, die halt etwas jünger und nicht so alt wie wir. So alt wie wir, das ist die World Wide Web Foundation. Die World Wide Web Foundation unter Sir Tim Berners-Lee. Sir Tim bringt im Mai das neue World Wide Web, denn das World Wide Web wird am 12.03. erstmal 30 Jahre alt. Wir haben eine Rubrik Künstler helfen Künstler. Diesbezüglich haben wir Herrn Voss wegen seinem Artikel 13, Artikel 9a und 11 nochmal geschrieben im Namen von Sir Tim, dem Erfinder des World Wide Webs. In der Rücksprache mit Vermont und mit der Rücksprache des CAO New York und also Vermont, New York und Montreal war auch jemand, in Rücksprache des World Wide Webs, wo sogar die Bundesrepublik Deutschland diesem sogenannten World Wide Web Vertrages zustimmt, sogar Frankreich zustimmt des World Wide Web Kontraktes, also das Manifest von Sir Tim, der Urvater des World Wide Webs. Das ist halt so. Er hat ihn erfunden, er hat noch Weg gebracht und er hat es uns allen geschenkt. Das World Wide Web ist für alle Bürger auf diesem Planeten, für alle Bürger auf diesem Planeten. Nicht für Konzerne, nicht für Politiker. Und wenn Herr Axel Voss, Hashtag nie wieder CDU, ja, Hashtag nie wieder SPD, Hashtag nie wieder die Grünen, Hashtag nie wieder die GroKo, ja, dann hat das schon Sinn, wenn Jugendliche auf die Barrikaden gehen in Köln und in Berlin. Gut, die Jugend, die dackelt daher, ist ein reines, keine Ahnung, eine Demonstration, sah 1968 anders aus. Aber egal, es geht um das World Wide Web. 1989 zwar erfunden, war schon ein paar Tage älter, aber egal. CeBIT 1995, CeBIT 95 kam es raus. Wir, die Söhne der Pixelväter, haben das richtig nach vorne. Wir als Promotionfirmen haben das nach vorne. Wir haben wirklich mit dem Kunden gearbeitet. Wir haben dem Kunden klar gemacht, wenn er online geht, niemals mit seinen persönlichen Daten. Das wurde früher nach der CeBIT jedem gesagt. Jeder, der online geht, nicht mit seinen persönlichen Daten, sondern mit fiktionalen. So, das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass die Fiktion real geworden ist, dass die Firma Facebook, Herr Zuckerberg, Originaldaten haben will, wie so eine Krake, und Google mittlerweile auch. Alles das Original, Original, Original. Somit verstößt Artikel 13 in der Recherche vollkommen gegen Persönlichkeitsrechte, weil kein Mensch gezwungen werden kann, seine persönlichen Daten zu veröffentlichen und on air zu stellen. Also der Grundgedanke vom World Wide Web ist total verletzt worden. Sir Tim spricht auch davon, seinen Stiefsöhnen, ja, also ihm ist ein Dorn im Auge, das war so nicht geplant, da hat er auch vollkommen recht, das war so nicht geplant. Wir hören da immer das Alter, ihr müsst mal das Alter vergessen, das World Wide Web ist von 0 bis 00, ist richtig, wenn ein 70, 80-Jähriger anruft und fragt, ich habe da was gehört, dann gibt es so ein Internet. Was ist das denn? Das meinen die Leute ernst zwischen 70 und 80. Die wissen überhaupt nicht, worum es geht. Ihr Enkel spricht da was von Artikel 13. Ihr Enkel spricht da von YouTube. Ich bin YouTuber, ich muss mein YouTube zumachen oder so. Nein, muss er nicht. Egal. Also noch einmal, the World Wide Web Foundation ist ein Vertrag, ein Online-Vertrag, wo sich jeder dran halten soll, weil das Netz, das World Wide Web, gehört jedem Bürger, jedem. So, wir haben Herrn Axel Voss nochmal geschrieben im Namen von Sir Tim Berners-Lee. Ja? Das freie und offene Web steht vor einer echten Herausforderung. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, die Hälfte, also 50% der Weltbevölkerung ist überhaupt nicht online, hat überhaupt keinen Zugang
online. Und deswegen ist Artikel 13 schon mal total Blödsinn, weil die ganze Welt soll online, die ganze Welt soll seine Daten hochfahren im Abgleich der Maschinen. Ja, also das ist alles. Du brauchst keine 100 Mbit-Leitung mehr, du brauchst keine Apps mehr, man braucht gar nichts mehr nach den sogenannten Datenfoss. Sachen, die er da auf den Weg bringt. Herr Voss bringt da Sachen auf den Weg, hat überhaupt keinen Plan vom World Wide Web, hat auch gar nicht mal gesprochen mit Herrn Sir Tim. Sir Tim ist absolut dagegen, ja, was da gemacht wird. Und das wird leider erst im Mai verkündet, was die World Wide Web Foundation da auf den Weg bringt. Ja? Es steht immer noch 50-50 für das Ganze. Wie gesagt, jetzt fordern wir Menschen auf, wir, die World Wide Web Foundation, jetzt fordern wir die Menschen auf, dieses Prinzipien zu unterstützen und sich in einem Prozess zu beteiligen, um sie in einen vollständigen Vertrag für das Web zu integrieren, der im Mai 2019 veröffentlicht wird. Noch einmal, er steht 50-50. Wer mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung dies tun, wird alles online gehen. So. Das Web ist an einem entscheidenden Punkt. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung ist nach wie vor offline und die Zahl der neuen Menschen, die in Verbindung treten, verlangsamt sich. Diejenigen von uns, die online sind, sehen unsere Rechte und Freiheit bedroht. Wir brauchen einen neuen Vertrag für das Web mit klaren und harten Verantwortlichkeiten für diejenigen, die die Macht haben, es besser zu machen. Ich hoffe, dass mehr Leute mitmachen, um das Web aufzubauen, das wir alle wollen. Wir wollen ein freies Netz, ein freies World Wide Web, weltweit, das wie gesagt 100% Zugang haben, 100% sich dort wohlfühlen und keine Angst haben müssen. Wir fordern alle Politiker auf, mal in sich zu gehen, mal nachzufragen und aufzuhören, irgendwelche Beraterverträge unter Beratungsvertrag zu nehmen, die dann falsch beraten. Oder halt so beraten, dass die Lobby davon etwas hat, aber nicht der Bürger. Vor allen Dingen nicht der Online-Bürger. Also nochmal, am 12.03. wird das World Wide Web 30 Jahre. Es wurde uns geschenkt, wie der Planet uns auch geschenkt wurde. Aber wie wir mit dem Planeten umgehen, wissen wir. Und wie mit dem Online-Verfahren umgegangen wird, besonders das Durchpeitschen von diesen Datenschutzverordnungen, die an sich keine Datenschutzverordnung ist, sondern was ganz anderes, nämlich Datenklau. Dort wird Daten geklaut im Abgleich, ja, und dann noch unter Strafe gestellt, um noch mehr Geld zu machen. Das ist eine reine wirtschaftliche Sache und das sollte unterbunden werden. Datenschutz ist wichtig, das ist richtig. Aber so, wie er sein müsste und nicht, wie er konzipiert worden ist und dann noch durchgepeitscht wird. Ja? 25 Leute sitzen da, 12 sagen ja, 9 sagen nein. Da kann er alles nicht vorne und hinten stimmen. Ja? Ein EU-Parlament sind ein bisschen mehr wie 25 Personen. Das hatten wir ja schon mal bei so einer Fußballaktion. Da wurde im Hinterhinein dann auch sowas gedeichselt. Da waren nur ein paar Leute und alle guckten auf die Uhr, wollten zum Fußball. Kann sich noch einer daran erinnern? Also wenn so Gesetze durchgepeitscht werden, wenn Beraterverträge abgeschlossen werden und wenn ein Beratervertrag irgendwie untersucht wird, besorgt man sich einen neuen Berater, um diesen Beratervertrag beratend zu begleiten. Also es wird noch mehr Geld rausgeworfen. Es geht also wie gesagt nur ums Geld. Wir stehen zur World Wide Web Foundation. Wir stehen for the web. For the web. Hacktash for the web. Und wir sagen allen Politikern, halt, stopp, hier stimmt was nicht. Das World Wide Web gehört euch nicht. Nein, es gehört uns nicht. Es gehört allen. Allen Menschen auf diesem Planeten gehört dieses World Wide Web. So, und wenn Herr Sir Tim Lust hätte, sagen wir mal, einzuschreiten, so, weißt du was, das ist mein Eigentum. Das habe ich freigegeben, ab sofort, Patsch. Dann gucken wir alle in die Röhre, weil rein rechtlich betrachtet hätte er das. Er hat zwar keine Patente darauf, er ist also nicht der Patentinhaber des Ganzen, deswegen konnte sich das also wunderbar entwickeln, aber es hat sich fehlerhaft entwickelt und diesen Fehler müssen wir ausräumen, dieser Fehler muss revidiert werden. Also noch einmal, der Datenschutzverordnung verstößt komplett gegen den Sinn des World Wide Web. Fragt nach bei World Wide Web Foundation, da steht alles drin. So, wir wollen also, dass jeder mitmacht.
und vor allen Dingen diesen Artikel 13 da, wie gesagt, 9a, 11 und so weiter. Also das, die gesamte Datenrichtlinie da ist dazu da, um wirtschaftlich abzukochen für eine gewisse Klientel. Ja, wie gesagt, nie wieder CDU, ist klar. Wer braucht die noch, wenn die so weitermacht? So, wir brauchen einen Vertrag fürs World Wide Web. Der wird sogar unterstützt von über 50 Organisationen. Wir auch. Wir unterstützen auch diesen Vertrag. Jetzt, sogar darunter ist die französische Regierung. Die französische Regierung, Organisation der Zivilgesellschaft wie Access Now, Internet Science Frontiers, das Projekt ISIS We, New Know und die digitale Empowerment Foundation, sowie Unternehmen wie Google ins Leben gerufen haben, Anchor Free, Facebook und Cloudflare. So, also Herr Axel Voss verstößt da komplett gegen die Abmachung mit dem Urvater, mit Sir Tim Berners-Lee. Warum er da unbedingt da durchpeitschen will, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum er unbedingt das Internet schließen will. Ich meine, es wird neu eröffnet, es soll kein Weg dran vorbeigehen. Es wird also unter Vertrag gestellt, worldwide, für jeden rechtlich. Und wie gesagt, die Bundesrepublik Deutschland hat schon unterschrieben, Frankreich hat unterschrieben und wie gesagt, viele Firmen haben unterschrieben, wir auch. Wir stehen dazu, wir stehen zu diesem World Wide Web Vertrag, der beinhaltet, dass jeder Zugang zum World Wide Web hat. Verdammt günstig auch, nicht mehr abkochen, dass solche Weltfirmen wie Google und so weiter diesbezüglich, ich meine, Sir Tim hat auch schon gesagt, dass an sich Google und Facebook auseinandergenommen, also sollte und so weiter, was immer er damit meint, wird im Mai vorgestellt. Im Mai 2019 wird von der World Wide Web Foundation, vom Chef persönlich sozusagen, es vorgestellt, dieses Manifest. Das Sir Tim Berners-Lee Manifest. So, alle fürchten es. Vielleicht wird deswegen Artikel 13 durchgepeitscht, weil die Firmen fürchten es, wenn das durchgedrückt wird, wenn das World Wide Web ein Weltrecht wird, ein weltbürgerliches Recht. Dann sieht die Welt komplett anders aus, wenn jeder Mensch auf diesem Planeten einen Zugang hat zum World Wide Web. So sieht's aus. Also wir Künstler helfen Künstler. Wir haben jetzt noch einmal und zum allerletzten Mal Herrn Voss aufgefordert, in sich zu gehen, mal drüber nachzudenken, was er da auf den Weg bringt und das durchpeitschen will. Er will es ja unbedingt durchpeitschen. Ja, wenn wir Firmen und wenn der Chef persönlich des World Wide Web das nicht möchte, wenn er drüber nachdenkt, stopp mal, hier stimmt was nicht. Und wie gesagt, an dem neuen Kontrakt, an dem neuen World Wide Web, also World Wide Web, gearbeitet wird und wie gesagt jetzt so langsam in die Pötte kommt, wie gesagt, alle hier, nicht nur Berners-Lee, auch Adrian Lovett ist der Präsident der CIO, ja, von der Web Foundation, auch die anderen CIOs, mit denen ich schon gesprochen habe, durch Zufall, weil wir ja, wie gesagt, in der Foundation sind und wir sollen unterstützen, wir kriegen ja dann immer so Blätter hier, wir sollen ja, euch animieren, dem World Wide Web zuzustimmen in neuer Form und nicht unter Gesetzgeber von Politikern, die da Sachen auf den Weg bringen, die das Web zerstören, ja, weil jeder klagt gegen jeden, das war nicht der Sinn. Es war nicht der Sinn vom World Wide Web, dass alle Menschen sich bekriegen, ja, sondern sozial miteinander umgehen. Aber das ist besonders, ne? So, ihr alle könntet an der Kampagne For the Web, Hacktash For the Web, teilnehmen, indem ihr euch da anmeldet, durchliest und dazu steht, fürs neue Web zum Beispiel. Dann hebeln wir auch Artikel 13 aus, wir hebeln auch diesen Datenschutz-Wahnsinn auf, wir machen alles neu. Ja? Lasst euch überraschen, im Mai 2019 wird es vorgestellt. So. Seit 30 Jahren sehen wir das Ungeheuer Gute, das ungeheure Gute. Ja, das ist ja ungeheuerlich, dass das so funktioniert, das World Wide Web. Ja, dass das Web, was das Web alles liefern kann, merken wir ja. Ja, wenn wir daran arbeiten, seine Vorteile des World Wide Web für alle zu erreichen und für alle zu erweitern, müssen wir sicherstellen,
dass das Web der Menschheit dient und nicht umgekehrt. Das Web muss euch dienen, muss euch Spaß machen, muss euch weiterbringen, muss auch euch verbinden. Das ist wichtig, das ist der Kerngedanke des Ganzen. Ja? So, dies kann nicht von einem Unternehmen oder einem Land allein erreicht werden. Das geht überhaupt nicht, dass sich da die EU sagt, wir machen das jetzt, Datenschutz, Datenverordnung, wir machen das doch schärfer. Nee, nee, geht nicht. Es braucht uns alle, jeden Einzelnen, um zu diskutieren, zu verhandeln und zusammenzuarbeiten, um ein besseres Web zu gestalten. Das sagt Adrian Lovett. So heißt er nochmal. Die anderen, weiß ich nicht, müsst ihr euch auch, die habe ich am Wochenende, die hatten recalled. Das war einmal in Afrika, wie gesagt, das war einmal in Vermont, sogar in Montreal. Französisch bin ich da jetzt nicht so bewandert, war aber halt so, ne? So, nach Analyse des Artikels 13, 9, 1 und 11 stimmt das vorne und hinten nicht. Das ist ein reiner Kampf, der da stattfindet. Jeder gegen jeden. Und vor allen Dingen ist es gegen jeden User, der da als YouTuber on air ist. Und das geht ja schon mal gar nicht. So, also noch einmal, wer gerne möchte, den neuen Contract unter webfoundation.org, kann er sich den Contract ansehen, unterschreiben und dazu stehen. Und dann werden wir den ganzen Quatsch, vor allen Dingen den ganzen Kadaum ist da, über Artikel 13 mal an Akte legen. So, bin gerade, wie gesagt, nochmal vor die Kamera gesprungen, weil Künstler helfen Künstler, haben es nochmal versucht, dem Herrn Voss da zukommen zu lassen, weil wir in Erfahrung gebracht haben, dass er das unbedingt jetzt so durchpeitschen will. Ja? So mal eben so Nacht- und Nebelaktion da, zack, zack. Und das kann keine Verordnung sein. Da kann was nicht stimmen. Wenn, unterhält man sich mit den jungen Bürgern, ja, mit den Usern und auch mit den alten Bürgern und mal vor allen Dingen mit Sir Timothy Berners Lee, also mit Sir Tim auf jeden Fall, weil das ist sein Baby, das hat er erfunden, das hat er auf den Weg gebracht und da kann man nicht sagen, stopp mal, schön und gut, das übernehmen wir. Nee, übernehmen geht nicht. Das ist sein Eigentum, es ist sein geistiges Eigentum. Er hat es programmiert, er hat den ersten Hashtag, er hat die erste Website, er hat den ersten Browser, also er hat alles gemacht. So, und darauf baute sich alles auf. Da waren so viele Firmen nach CeBIT 1995 am Start und haben das Ganze angeschoben. Ja? Und dann kommt da jemand und kauft alles auf. Sein Name ist Google. So, der andere, der Herr Zuckerberg mit seinen Jungspunden da, wissen wir ja, hat sich da hingesetzt und hat auch von allen da mal aber zusammengebastelt und ist dann on air gegangen und es hat funktioniert. So. Und die echten Ersten, die kennt ja kaum noch einer. Wiederholen tue ich es jetzt nicht, außer Kiwigo, Sevenload, MyVideo, Clipfish und diverse andere. WWCo, glaube ich, gibt es auch noch. Ja, ist egal. Ja, jedenfalls die Ersten, die online waren, die Ersten, die es nach vorne gebracht haben und der Erfinder selbst, sagen Nein zu Artikel 13, sagen Nein zur Verschärfung, weil das kann es nicht sein. Das ist nicht der Gedanke von World Wide Web. Also am 12.03., meine lieben Freunde, feiern wir World Wide Web 30 Jahre. Ja, und im Mai 2019 wird Sir Tim das Ganze veröffentlichen. Wenn er sich anmeldet bei dem Contract, bei dem Vertrag fürs Web für alle Menschen, kriegt dann auch immer schön Sachen hier zum Nachlesen. Die kann er ja dann in Deutsch übersetzen, muss ja das Englische ja nicht unbedingt oder das Französische, je nachdem, was er da bekommt, haben. Aber jedenfalls, im Mai wird es veröffentlicht. Das ist schon mal ein trockener Typer. Der Gründer, Web-Erfinder Sir Tim Berners-Lee startet die Kampagne heute auf der Web Summit in Lissabon und kündigt einen neuen Contract for the Web an. Das hat er gemacht, das wissen wir alle. So, und das heute ist schon lange her. Und das heute beginnt nicht nochmal, sondern es ist da. Mai 2019 ist nicht mehr lange. Mai 2019, wie gesagt, geht ratzfatz. Und dann wollen wir mal schauen, was uns da so erwarten wird. Und jetzt muss ich mal wieder zur Schallmeile.